Ich denke, da hilft nur noch ein Safe State, um das mal auszuprobieren. Dimension Gates. Dimension Gates. Jupp. Danach haben wir leider keine Schritte mehr, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber damit sind wir den Typen hier dann auch los. Boah, gehen wir hier die Wölfe killen. Also ein paar Goblins. Also ein paar Shooter. Ein paar Bauern. Ja, Luckshotte, die 45 Bauern, bitte. Das war notwendig. Flüchtet auch aus irgendeinem Grund nicht. Scheint kein Schloss mehr zu haben oder so. Halleluja! Spieler Gelb wurde besiegt. Damit sind auch die ganzen bewachten Minen weg. Endlich! Endlich! Wir haben jemanden ausgerottet. Danke. Ich weiß, dass hier noch irgendwo ein grüner Held durch die Gegend blinkt, was nicht so schön ist. Weil das bedeutet, er kann hier unten theoretisch noch auftauchen und versuchen, dieses Schloss hier zurück einzunehmen. Und es wahrscheinlich auch schaffen, weil er wahrscheinlich sowas wie eine Armee haben wird. Wir kaufen hier mal eine Verteidigungslinie, um minimal Gegenwehr zu leisten, sollte hier jemand auftauchen. So, du darfst dich jetzt auch endlich wieder frei bewegen. Hast du jetzt auch eine Armee dabei oder sowas in der Richtung? Du kannst uns vielleicht mal unterstützen, bei der Mission hier Sachen einzunehmen. Okay, hier gibt es auch noch Drachen. Aber wir haben immer noch keinen Sulfur, wie sich das gehört. Kommen wir uns nochmal Sarakin hier zu. Und dann kaufen wir mal einen Marktplatz dazu. Und dann tauschen wir einfach mal hier. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir nicht genug Gold dafür. Na gut, dann bleib halt noch eine Runde da stehen, Mann. Sind wir fertig für diese Runde? Wir sind fertig für diese Runde. Fix und fertig für diese Runde. Ach, die ist jetzt verwirrt, was sie tun soll. Kann ich verstehen. Das ist auch total am Arsch jetzt. Ach, das kannst du. Ach, du hast ja nur Townport. Ugh. Na komm. Die Verschwendung muss natürlich nicht sein. Der Spaten aber auch nichts Besseres kann, ne? Ja gut. Tut mir sehr leid für dich, Roland, aber auch diesen Job hier musst du leider erledigen. Oh Gott, sag bloß, ich kann nicht neben die porten. Hätte sich echt an so eine miese Stelle hingestellt, dass ich nicht neben die porten kann, weil das Wasser da ist. Ugh. Roland, mach mal einen Schritt. Das hat die doch absichtlich gemacht. Okay, friss mal einen Blitzstrahl. Durchschnitt sehr schnell. Friss mal einen Drachenangriff. Durchschnitt, Durchschnitt. Und tschüss. So. Keine Gegenwehr erlaubt. Schauen wir mal ganz kurz. Wenn wir das hier frei machen. Kommen wir zur Seite. Und Roland jetzt Stadttor benutzt, dann. Ja, ich hab's befürchtet, das sah ein bisschen näher aus. Das war nicht so geplant. Hm, reicht das aus?
Roland, Townportal. Ja, das hat ausgereicht. Dann Dimension Gaten wir hier rüber. Dann Dimension Gaten wir hier rein. Ein Schritt fehlt. Ein Schritt. Aber das heißt, dass wir auch nochmal Dimension Gate benutzen können. Wo in aller Welt ist dieses blöde Schloss? Muss doch hier irgendwo sein. Es muss ja dann eigentlich hier liegen. Wir können gleich nur noch einmal gaten, was ein bisschen ärgerlich ist. Also machen wir es am besten ein bisschen anders mit dem Gaten. Dem Gatorn. Ja, ja. So, einen Schritt hier rüber. Einen Schritt hier raus. Roland. Town Portal und dann bleibst du jetzt hier stehen und regenerierst tatsächlich lieber deine MP. Du bist auf dem Weg ins Weite hier oben. Wir hatten hier doch noch einen generischen Helden, der hier rumgerannt ist. Ah, die ganzen Minen gehören jetzt zwar niemandem mehr, aber haben immer noch die Luftwesen da drin. Oh, wie dumm ist das denn? Oh. Ist ja voll fies. Okay, dann ist eine andere große Frage. Wie sieht das mit dem einen Helden aus, der hier oben noch rumguffelt? Können wir den mit unserem Dimension Gate aufspüren gehen? Und wo ist der eigentlich? Hier hat sich doch einer irgendwo ins Nirgendwo reingeportet. Das haben wir doch gesehen. Da oben ist er. Warum ist der hier? Tatsächlich eine Armee dabei, die Celia. Wie sieht die Armee denn aus? 3, 14, 2, 10, 80. Und hat natürlich eine cheat-hohe Menge an Zauberpunkten. Okay. Dann berserkern wir doch einfach mal deren Djinns. Schießen auf die Zyklopen. Bam, weg sind die Djinns. Luftwesen. Ist natürlich sehr mies. Schauen wir mal, dass wir Zyklopen dezimiert kriegen. Hilft nur, wenn die gestunt sind. Was sie nicht sind. Das ist eigentlich ein Kampf, den wir nicht unbedingt eingehen wollen. Aber. Ja, das ist ein Problem. Das können wir leider nicht schaffen, dadurch, dass der Luftwesen in unendlichen Massen beschwören kann. Okay, nee, dann lassen wir das doch. Ja, Rückzug. Mhm. Okay, Spiel neu laden. Jo, dann musst du halt hier bleiben. So traurig das ist. Dann mal gucken, ob die Gegner sich zu uns trauen werden. Was über kurz oder lang ziemlich sicher der Fall sein wird. Okay, so, du hast nicht wirklich die Möglichkeit, irgendwas Sinnvolles zu tun, schätze ich. Du kannst mal hier hochkommen. Du
vorne reingucken. Die Armee, da sieht nämlich schon ziemlich lachhaft aus. Du hast gerade schwarze Drachen hier unten vorbeigebracht, also gehen wir mit ihr mal wieder zurück. Ich hätte mir da direkt drei Menschen gelten sollen, aber ist glaube ich nicht so schlimm. Du solltest hier die roten Drachen anheuern und die zum Upgraden hier rüberbringen. Du darfst leider nicht, dann war's das erstmal. Okay, da ist er wieder. War irgendwie zu erwarten, dass er dann zu uns kommt. Luftwesen. Er hat seine Djinns unterwegs verloren und hat sie durch vier Skelette ersetzt. Spannend. Okay, dann können wir das können wir als allerletzten Zug machen. Shootern wir erstmal seine Orks. Wir Berserkern. Seine Nomaden. Du blockst ja den Eingang bitte. Er kann sich viel tun. Die töten da jetzt effektiv ihre Verbündeten. Dann dezimieren wir die Nomaden. Wir dezimieren weiter die Nomaden. Dennoch ist das immer noch eine riesen Nomadenarmee, deswegen berserkern wir auch die Nomaden. Wartet hier. Schlechte Moral. Okay. Bleibt er denn geberserkert, wenn er nicht dran durfte? Sieht so aus. Aua. Ist jetzt langsam mal oben? Na, endlich. Also das sind jetzt alle Luftwesen, gegen die wir kämpfen müssen. Das ist zu gütig. Es ist unglaublich, ja. Summon Element ist einfach ziemlich ender. Bringt uns ja nichts. Kill mal da ein paar Air Elementals. Oh Gott, da unten ist jetzt auch ein Zugang. Wir berserkern mal. Oh, die kann man nicht berserkern. Jetzt Elementals sind natürlich. Kill mal bitte die Skeletter. Können wir den blinden? Nein, was Elementals sind. Jesus shit, Elementals. Blitzsteig können wir drauf wirken. Mars Slow können wir wirken. Zertrümmerungsstrahl können wir wirken. Blutlust auf uns können wir wirken. Dann geben wir uns doch am ehesten eine Stahlhaut für unsere Titanen, weil die werden gleich hundertprozentig attackiert werden. Oh, come on! Berserker.
kann ja auch noch Blitzstrahl. Das wird nicht besser, ja. Psst. 9, immer noch 4. Immerhin. Der wird gleich attackiert. Du lass mal die hier an. Du gibst dein Bestes. Hier ist ja den Eingang. Die schlechte Moral ist tatsächlich schlecht für uns. Ironischerweise. Okay, wir haben noch 8. Wir könnten den Ogre blenden. Geht nicht. Müssen wir uns aufheben. X. X. Könnt ihr jetzt mal aufhören zu Luckshotten? Moral furchtbar. Glück ist nur gut. Und die Drecksviecher haben halt keine Moral, von der sie abhängig sind. Ugh. Elemente sind unfair. Gott, jetzt hat der endlich mal schlechte Moral gehabt. Hat doch langsam mal verdient. So, der Nomade muss jetzt seine Luft wieder attackieren, was schön ist. Okay. Okay. Jo. Ne? X. Die Luftwesen haben gegen unsere Zyklopen gewonnen. Was allein schon lustig ist, dass die Summons gegen Zyklopen gewinnen. Komm, Blutmoral. Ach, du machst so weiter ein dummes Gesicht. Blenden wir die hier bitte. Die Türme werden uns ja wahrscheinlich gleich einen Strich durch die Rechnung machen mit dem Blenden, befürchte ich. Peaks. Sind wir doch zumindest Ogerlords, wenn wir das noch können. Da war der andere Turm. Nix. Das war das Tor. Friss Steine. Hey, hohe Moral. Wenn wir jetzt noch Zauberpunkte hätten, um noch irgendwas Zusätzliches zu tun, das wäre toll. X. Und das war unser letzter Turm. Ja. Ich kapituliere. Jo. Da gerade noch ein grüner Held irgendwo aus dem Nirgendwo geritten? Wo habe ich das gesehen? Da. Phineas. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Einige wenige. Ich hätte hier gerne Winifred zurück. Kaufen wir Winifred hier noch die Einheiten, die vorhanden sind.
So. Und dann versuchst du hier mal dein Bestes. Okay. Weiter geht's. Neu 4. Wo ist unser Nekromant? Da ist unser Nekromant. Da ist das Schloss, das wir gesucht haben. Hat auch momentan quasi keine Verteidiger. Generischer Held oder so, ist glaube ich nicht, ist da. Okay, aber das ist ja eher eine ärmliche Armee, ne? Dann schauen wir doch mal, was Katastore da machen kann und machen will. Kein Haste, das ist mega kacke. Können Mars blessen. Schon übertrieben eigentlich. Natürlich keine Blitzstrahl. Was auch sonst. Und ein Luckshot kriegt da auch noch. Ich meine, wir brauchen unsere Einheiten ja eh nicht mehr, ne? Soll doch einfach alles töten. Und noch ein Luckshot. Ja, sag mal. Geht's noch? Moral furchtbar, Glück gut. Aber keine schlechte Moral bis jetzt gehabt, aber dafür zwei Luckshots. Es ist doch nicht auszuhalten. Bitte den Troll mal. Ja, endlich mal eine schlechte Moral. X. Zack. Und der Schwurz. Was? So schlecht. Komm, pekiniere dann ihr jetzt. Unglaublich, ja. Einfach Nekromantie, ja, bitte. Pff. Was ist das noch gleich? Katastor. Pff. Witzig. Ja. Wie handhaben wir das hier am dümmsten? Ich meine, theoretisch haben wir hier andere Armeen, die für uns arbeiten können. Ist einmal gecastet nur. Ich glaube, Rolands Expertise wird auf einer anderen Seite der Map gefragt. Okay. Großartig rumlaufen tun hier scheinbar keine Helden mehr. Hatte ich hier nicht irgendwo noch einen Helden irgendwas im Nirgendwo kommen sehen? Da, genau. Da war noch einer, bei dem ich mich gefragt habe, wo in aller Welt kommt der jetzt schon wieder her? Okay, dann gehen wir hier rüber. Na komm. Nochmal Gates.
weil es so lustig war. Ja, nochmal Gates. Zwei, drei. Okay. Dann nehmen wir hier lieber die Mana-Punkte und skate hier rüber. Und dann gaten wir hier auf die Straße irgendwo. Könnte tatsächlich nochmal gaten. Jo, und dann wären uns die Schritte erstmal ausgegangen. Aber das ist, glaube ich, schon ganz okay, so wie das lief. Du kommst mal hier hin. Auf dem Weg hier hoch. Du brachtest hier gerade Drachen rüber. Du kommst mal hier deine MP-Regen. Den Tag haben wir eigentlich schon wieder, Tag 4 momentan. Das reicht ja noch. Du kannst momentan nicht viel machen. Das war's dann erstmal wieder. Jetzt laufen da wieder Helden rum in Massen. Der weiß nicht, was er tun soll. Das ist ja nicht wirklich eine Armee da unten. Jesus, ernsthaft?